Günter Grings, nun für die Fraktion Die Linke unser Kollege Jan Korte. Bitte schön, Kollege Jan Korte. Also, lieber Kollege Grings, wenn die Opposition hier nichts vorgelegt hätte, würden wir hier heute überhaupt gar nichts diskutieren. Das ist ja erstmal die Wahrheit. Und eins muss ich Ihnen auch sagen, Sie müssen ja die Vorschläge, die hier gemacht wurden, nicht teilen. Aber zu sagen, das ist demokratiefeindlich, das geht nun voll an der Sache vorbei. Vor allem, wenn man selber gar nichts vorliest, da können Sie mal ein bisschen runterkommen und mal versuchen, hier sachlich die Vorschläge zu diskutieren. War völlig unangemessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zu einigen Punkten was machen. Die Linke geht in der Tat, das mache ich nicht gefallen, aber das sind immer Vorschläge, die aus den Reihen der Opposition kommen, über die Frage des negativen Stimmengewichts hinaus. Ich möchte das vorstellen, was wir vorschlagen, um insgesamt zu versuchen, die Demokratie attraktiver zu machen, um insgesamt mehr Leute an Partizipationsprozessen zu beteiligen. Zum einen, negatives Stimmengewicht. Wir haben einen Vorschlag gemacht, auch für die Bürgerinnen und Bürger zu übersetzen. Was bedeutet das? Bedeutet, dass ein Mehr an Stimmen bei einer Wahl gegebenenfalls zu einem Weniger an Sitzen führen kann. Das ist logischerweise, kann jeder verstehen, paradox, da ist Abhilfe vonnöten. Das hat uns auch das Bundesverfassungsgericht mit auf den Weg gegeben. Unser Gesetzentwurf greift dementsprechend durchaus einige Punkte der SPD und der Grünen auf und versucht hieraus eine Quintessenz zu machen, die auch, liebe Kollegen von der Union, die Belange übrigens ein Stück weit von Bayern und der CSU mit berücksichtigt, denn wir sind in der Tat der Meinung, dass es beim Wahlrecht keine Benachteiligung der CSU geben darf. Diese Benachteiligung müssen wir anders organisieren, aber nicht im Wahlrecht. Das könnten Sie doch auch mal zur Kenntnis nehmen. Zum Zweiten will die Linke auch eine Verrechnung von Direkt- und Listenmandaten, zunächst auf der Bundesebene, die dann runtergebrochen wird auf die Landesebene. Und in der Tat sind wir auch der Meinung, wenn es dann noch Überhangmandate gibt, sollen sie ausgeglichen werden. Das zum Thema negatives Stimmengewicht. Die Linke hat darüber hinaus diesen Anlass heute dieser Debatte dazu genutzt, zu der Sie ja nichts beigetragen haben, worüber wir uns jetzt auseinandersetzen könnten, dass wir insgesamt versuchen wollen, bei der Debatte zum Wahlrecht andere Punkte mit zu berücksichtigen. Denn das ist nun in der Tat erforderlich, wenn Sie die Zustimmungswerte zu unserer parlamentarischen Demokratie sich angucken, wenn Sie die niedrigen Wahlbeteiligung ansehen, ist es höchste Zeit, hier umfassend Änderungen vorzunehmen. Ich will einige vorstellen. Zum einen, in Deutschland entscheidet ein Bundeswahlausschuss über die Zulassung von Parteien zur Bundestagswahl. So weit, so gut. Interessant dabei ist, und da sehen wir Handlungsbedarf, dass in diesem Bundeswahlausschuss die im Bundestag vertretenen Parteien sitzen und diese wiederum dann sozusagen über ihre Konkurrenz entscheiden, ob sie zugelassen werden oder nicht. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Debatte über die Nichtzulassung der Partei, die durchaus die Medien gefüllt hat. Und die wurde übrigens nicht zugelassen, unter anderem wegen mangelnder Ernsthaftigkeit. Das ist nun ein sehr dehnbares Kriterium. Da würden mir auch noch andere Parteien einfallen. Auf jeden Fall, die Partei ist nicht zugelassen worden. Und wir schlagen vor, dass bei einer Nichtzulassung, und das ist dort das Hauptproblem bei dem Verfahren, es danach keine Möglichkeit gibt, gegen diese Nichtzulassung zu klagen. Deswegen haben wir konkret vorgeschlagen, dass nach einer möglichen Ablehnung durch den Bundeswahlausschuss die betreffende Partei binnen 3 Tagen beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde einlegen kann und dass das Bundesverfassungsgericht noch vor der Wahl in einem zeitlich angemessenen Abstand hierüber eine Entscheidung fällen kann. Das wäre ein ganz konkreter Vorschlag, denn das hat im Übrigen auch die OSZE kritisiert. Zum Zweiten, der Kollege Krings hat es angesprochen, wir wollen noch weitergehen. Wir wollen in der Tat das aktive Wahlrecht auf 16-Jährige ausweiten. Junge Leute, das wissen wir nun, engagieren sich in der Gesellschaft, mischen sich ein und übernehmen Verantwortung auch mit 16 in der Tat. Und deswegen wollen wir das senken. Das ist übrigens analog zu den Debatten in den Kommunen, wo überwiegend 16-Jährige wählen dürfen. Zuletzt in Bremen durften auch 16-Jährige wählen. Und ich finde, erst umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir müssen begründen, warum 16-Jährige nicht wählen dürfen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir sind dafür, dass auch 16-Jährige aktiv an der Gestaltung bei Bundestagswahlen teilnehmen können. Je mehr, desto besser. In dem Zusammenhang fordern wir auch, das ist richtig gesagt worden,
dass alle Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland seit 5 Jahren legal leben, das Wahlrecht bekommen. Das ist in der Tat dringend notwendig, wenn wir sehen, dass Tausende von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit, die zum Teil schon seit Jahrzehnten hier leben, Steuern zahlen, wirtschaften, sich einbringen in die Gesellschaft, sich einmischen, von dem wesentlichen Grundrecht hier ausgeschlossen sind. Deswegen schlagen wir vor, dass alle, die hier leben, mitentscheiden können, wie es in diesem Land weitergeht oder eben nicht weitergeht. Das ist entscheidend, dass wir das endlich hinbekommen. Zum Vierten wollen wir auch vorschlagen, ein altes Thema, die 5-Prozent-Hürde abzuschaffen. Denn es ist klar, jede Stimme muss gleich viel wert sein. Und wir haben ja im Moment die Situation, dass selbst eine Partei, die fast 1 Million Stimmen bekommt, de facto alle Stimmen verfallen. Deswegen sind wir in der Tat dafür, die 5-Prozent-Hürde abzuschaffen. Das Argument, was öfters kommt, damit würden wir der FDP entgegenkommen zurzeit. Deswegen müssen Sie zumindest den Punkt ja unterstützen. Das ist sehr wahr, Kollege Wieland. Aber trotzdem, es kommt natürlich das Argument, na, dann würden ja die Rechtsextremen in die Parlamente einziehen. Insofern ist die Argumentation nicht schlüssig, was denn wäre, wenn Sie mal 6% bekommen würden. Wollen wir dann eine 8%-Hürde? Wie auch immer. Das geht natürlich nicht. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist Tagesaufgabe. Der Kampf gegen Rassismus ist Tagesaufgabe. Das muss zivilgesellschaftlich geregelt werden, aber nicht über das Wahlrecht. Und deswegen schlagen wir vor, die 5%-Hürde ist ein Anachronismus zu streichen. Ein weiterer Punkt, den wir vorschlagen, fünftens, das ist die Frage, die insbesondere in der Netzcommunity und von vielen anderen diskutiert wurde, nämlich den Ausschluss von Wahlcomputern bei Wahlen. Ich finde, auch das ist ein guter Vorschlag, den wir hier unterbreiten, der angegangen werden muss. Der Grundsatz der Öffentlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Wahlen muss erhalten werden. Das geht logischerweise mit Computern nicht. Da kann ich nicht reingucken. Ich kann bei der Auszählung nicht Zettel für Zettel nachprüfen, wie die Stimmen abgegeben wurden. Deswegen schlagen wir vor, das aufzunehmen, ein grundsätzliches Verbot von Wahlcomputern bei Wahlen. Ich glaube, dass natürlich die Frage des Wahlrechts nur eine Frage ist, mit der wir uns, wenn wir über Demokratie diskutieren, uns auseinandersetzen müssen. Das Wahlrecht zu reformieren, und zwar in einem umfassenden Sinne, kann nur ein erster Schritt sein. Ich glaube, dass das Vertrauen in die Demokratie, und das sagen alle empirischen Befunde, schwindet. Das kann einen nicht kalt lassen. Deswegen brauchen wir sozusagen ein Demokratiebeschleunigungspaket, nicht nur im Bereich des Wahlrechts, sondern wir müssen darüber hinausgehen. Dazu gehört der Ausschluss von Lobbyisten in dem Ministerium. Dazu gehört übrigens, um das auch noch mal deutlich zu sagen, die Beantwortung der sozialen Frage. Denn nur wer sozial und ökonomisch vernünftig abgesichert ist und keine Angst vor der Zukunft haben muss, ist in der Lage, überhaupt sich aktiv in ein demokratisches Gemeinwesen einzubringen. Auch das noch mal eine ganz entscheidende Frage, wenn wir hier über Demokratie diskutieren. Den letzten, Hartz IV muss weg, richtig, das haben die Grünen eingeführt, richtig, jetzt können sie mitmachen, es wieder abzuschaffen. Das wäre ein schöner Erkenntnisgewinn. Letzten Punkt, den ich ansprechen will. Es gibt nun mal einen großen Verdruss über die demokratische Verfasstheit in diesem Land, der vor allem daher rührt, dass es keine Unmittelbarkeit von Entscheidungen gibt. Wenn Sie in Ihren Wahlkreisen unterwegs sind, was hoffentlich alle tun, dann hören Sie nun des Öfteren, es ändert sich eh nichts. Egal, wen ich wähle, egal, was in Berlin ist, es ändert sich einfach nichts. Und deswegen, finde ich, sollten wir im Rahmen der Debatte um eine Wahlrechtsreform endlich auch noch mal die Frage der direkten Demokratie auf die Tagesordnung setzen. Denn sie schafft eine Unmittelbarkeit. Ich schlage deswegen vor und meine Fraktion, dass wir bei jeder Bundestagswahl und an jedem 3. Oktober des Jahres eine Volksabstimmung zu einem Thema machen, was jede Fraktion vorstellen kann, dass wir da über ein Sachthema abstimmen. Das hätte eine Unmittelbarkeit. Die Leute würden sehen, sie stimmen ab für den Abzug aus Afghanistan und der Bundestag ist gezwungen, das durchzudrücken. Das wäre doch mal ein wirklicher Fortschritt für eine Demokratisierung. Wir brauchen eine neue Ära der Demokratie. Eine Einmischdemokratie brauchen wir, eine neue Ära der Solidarität. Dafür haben wir hier Vorschläge vorgelegt, wo wir bereit sind, sie sachlich zu diskutieren, im Gegensatz zur CSU, die hier nur kalte Kriegsrhetorik und kalten Kaffee geliefert hat. Wir haben was vorgelegt. Ich bin gespannt, wann Sie was vorlegen. Wir sind wie immer zu konstruktiver Zusammenarbeit bereit, weil wir keine Ideologen sind, im Gegensatz zu Ihnen. Schönen Dank. Vielen Dank, Kollege Jan Kotte.